Ich glaube, ich fange einfach mal an. Ich spreche heute über so gelbe Kästen, die hier in Deutschland gut verteilt sind. Und ich habe hier so einen kleinen Vortragsbegleitenden. Stellt euch einfach vor, das wäre ich. Also, ja, was ist eine Packstation? Großer Kasten, gelb, DHL steht drauf. Und da kann man seine Dinge hinliefern lassen. Sollte eigentlich jeder kennen. Das funktioniert, indem man da seine Sachen hinbestellt, dann sich mit seiner tollen Packstationskarte da anmeldet, die PIN einhackt, Pakete holt oder mit der Nummer und der PIN. Das war super geil, weil ich hatte meine Karte verloren und habe ein halbes Jahr lang die Packstation eigentlich nur so benutzt. Ich habe meine Packnummer da eingegeben und die PIN. War auch super convenient für meinen Mitbewohner. Ja, also ein bisschen Geschichte zu der ganzen Sache, wie es dazu kam. Also ich habe mich da mal angemeldet, habe da viele Sachen hinbestellt. Ich liebe Amazon. Da habe ich meine Karte verloren, wie gesagt. Habe mich dann immer nur mit der Nummer und der PIN eingeloggt, was super funktioniert. Und plötzlich komme ich da eines Abends hin und ich brauche die Karte. War ich dann reichlich angepisst, nachts um 10. Also habe ich da beim Service angerufen und im Nachhinein sah ich solche E-Mails bei mir im Postfach. Kundenkarte zur Abholung mitnehmen. Wer liest schon E-Mails? Also habe ich da angerufen, erstmal ein bisschen geraged, natürlich nichts dadurch gewonnen, aber sie haben gesagt, ja, kein Problem, wir schicken dir eine neue Karte zu. Die hatte dieselbe Nummer und dieselbe PIN. Fand ich schon sehr mysteriös. Also. Was passiert, wenn man einen Hacker zum Rage bringt, sollte hier jeder kennen. Also, wie liest man so einen Magstripe? Das ist nicht die richtige Möglichkeit, sondern so geht's auch. Das ist übrigens dieses kleine Bauteil hier. Ich reiß mal rum, so ein Pollen-Kartenleser für wenige Euro. Aufpassen, da ist auf einer Seite sind noch drei Pogo-Pins drauf, da kann man sich ganz böse dran stechen. Also das Ding gibt es für irgendwas zwischen 3 und 6 Euro. 5, danke Momo. Gibt es bei Pollen hinterhergeschmissen, da ist halt so ein widerlicher Flex-Stecker drauf. Also habe ich da erstmal ein bisschen Fädel gedrahtet. Sieht dann so aus, das ist das Teil, was gerade rumgeht. Also ja, wie das so ist, für die Blockgrads muss man heutzutage irgendwas mit Arduino machen. Also hängt man da mal so ein Arduino ran und dann fällt einem auf, dass der Arduino nicht schnell genug ist, um die Signale von dem Ding zu lesen. Also theoretisch schon, aber die Pulse waren, naja. Also nimmt man einen Logic Sniffer, hängt den da dran und dann kommen da nach ein bisschen Perl-Skript schreiben und so weiter, kommt raus, was denn so auf so einer Karte drauf ist. Plaintext. Also es spricht so ziemlich für sich selbst. Also auf Track 1 steht der Name. Der steht auch in der Adresse. Die tolle Kartennummer, die ich sonst immer eingegeben habe, die steht auch in der Adresse, an die man schickt bei einer Packstation. Und eine komische Zahl. Nee. Mal schauen. Ja, also wir haben das mit dem Logic Sniffer gemacht. Das ist natürlich super. Also besonders Punkt 3. Plus 5 Offense against Hardware. Allerdings nicht wirklich praktisch zu benutzen, weil, wie gesagt, man muss da so ein kleines Perl-Script machen, was das interpretiert und das decodet. Das ist einfach kompliziert und nee. Und man kann nichts mit schreiben. Also, ja, Proof of Concept. Wir kriegen da Signale raus. Ist schon mal super. Aber jetzt brauchen wir so einen richtigen Kartenschreiber. Also fängt man an googeln. Und denkt sich im ersten Schritt, 1000 Euro, googelt mal mehr, 500 Euro, googelt mal mehr, 200 Euro, 250, ja, ist schon ganz okay. Nee, aber irgendwann auf der Mailingliste bei uns im Check kommt da sowas rum, ja, hier, guck mal auf eBay, sieht ein bisschen komisch aus, ist in China. Ja, 150 Euro später. Das ist dann
dieser Kasten hier. Bitte nicht ausleeren. Ja, also bestellt und dann will man das natürlich schnell haben, also schickt man dem freundlichen eBay-Händler eine Mail und fragt, nun kannst du bitte expediten. Schickt er diese Mail zurück? Also schicke ich ihm eine Mail und sage, er soll doch bitte woanders hin schicken. Einfach nur zum Reinreiben. Ja, also zurück zum Topic. Nehmen wir mal für eine Minute an, ich bin ein böser Fischer. Das ist übrigens der einzige Grund, warum die Packstationskarte jetzt nicht mehr erlaubt ist. Wurde mir vom Support so gesagt bei der DHL, es haben sich ein paar Leute fischen lassen. Also Leute, die dumm genug sind, ihre Packnummer und die PIN dazu irgendjemandem im Internet anzugeben. Habe ich mal kein Mitleid für, aber ja, deswegen geht das jetzt nicht mehr. Die haben mir mein Feature geklaut. Also, was brauchen wir? Wir brauchen einen Namen, eine Nummer, noch eine Nummer und eine PIN. Also den Name, den Hammer. Die Nummer ist auch in der Adresse mit drin. Wir brauchen noch eine komische Nummer, die ist aber immer die gleiche auf jeder Packstationkarte, die ich gelesen habe. Und die PIN, ja, wir sind ja Fischer. Also, fangen wir an. Wir fischen ein bisschen, also fische ich mich selber, weil ich kenne meine PIN. Und dann mache ich ein Backup von meiner Karte. Und ja, dann, man will ja ausprobieren, was ein Spur 3 ist. Symbolbild-Hacker in Berlin an einer Packstation. Es kamen, während ich das ausprobiert habe, schätzungsweise 3 Personen an, die auch Sachen abheben wollten von ihrer Packstation. Die hat das absolut nicht interessiert, dass ich da reihenweise weiße Karten reingeschoben habe. Ja, also, was kommt da raus? Der Name auf der Karte ist absolut irrelevant. Weil ich habe da halt wilde Sachen reingeschrieben. Track 3 hat leider nichts gebracht. Es ist irgendeine Magic Number, die nicht gecheckt wird. Und das Einzige, was wirklich zählt, ist diese Scheißnummer und die PIN. Die Daten werden auch wohl irgendwie online gecheckt, weil die Packstation hat mich immer noch mit meinem normalen Namen begrüßt und nicht mit Bobby Tables. Nee. Gut genug, würde ich sagen. Was haben wir jetzt? Haben wir hier irgendwie mehr Sicherheit? Natürlich nicht. Es ist eher noch schlimmer geworden, weil jetzt denken sich die Leute, ja, ohne die Karte kann sich da eh niemand einloggen. Gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt aus Versehen mal den Falschen meine PIN gegeben habe. Ja, Bullshit. Also jeder, der schlau genug ist, hier irgendwie eine Phishing-Attacke aufzusetzen, kriegt es auch hin, eine Karte zu klonen. Man braucht nicht mal das Original dafür. Format ist es Standard, wie es auf jeder Magstripe drauf ist. Und 150 Euro ist er wohl mal hinterhergeschmissen. Also, why? Jedenfalls, das Feature, jeder kann sich auf meiner Packstation einloggen, den ich will. Oder, na, sagen wir so, ich kann mich ohne meine Karte einloggen. Ist wieder hergestellt. An der Stelle noch Dank an Momo für den Reader, Dank an Jocki, dessen Mixer hier draußen auch schon die ganze Zeit laufen, für den Logic Sniffer und das Perlfu. Wer noch Fragen dazu hat oder die Slides nochmal anschauen will, gibt es die hier im Netz. Und würde ich sagen, danke fürs Zuhören und wer Fragen hat, bitte jetzt. Hi. Ich habe da vielleicht eine kurze interessante Story zu. Ich habe vor 2 Monaten oder so war ich mit der Uni in südlich von Köln im DHL Innovation Center, wo dann schon die nächste Generation der Maschinen steht. Und die nächste unglaublich wichtige Challenge ist, dass man seine Packstation per Handy öffnen kann. Das heißt, man ruft eine Nummer an. Durch die Caller-ID erkennt die Packstation, wer dort anruft. Und dann muss man einen magischen Satz, den man vorher konfiguriert hat und aufgesprochen hat, wiederholen. Und dann öffnet sich magisch das Fach mit meinem Paket drin, ohne dass ich die Packstation einmal berührt habe. Also ich muss nicht mehr davor stehen und ich muss einfach nur mit der richtigen Nummer da anrufen. So viel dazu. Mein einziger Kommentar. Also,
Android-Entwickler? Noch irgendwelche Fragen? Hat das Kompetenzzentrum DHL sich schon dazu geäußert? Ich finde die Bezeichnung Kompetenzzentrum immer sehr lustig. Nein, also ich habe den Vortrag auch zum ersten Mal vor einer Woche gehalten, im Check beim Tag der offenen Tür und seitdem noch nichts unternommen. Also bis jetzt hat sich noch niemand beschwert. Ich habe auch nur ein Feature wieder hergestellt, was vorher schon funktioniert hat. Kann man Kopien bei mir kaufen? Kaufen? Also, ich kann Backups anfertigen. Ob du mir, also technisch gesehen musst du mir da keine Karte vorlegen. Du musst ja die PIN wissen. Also, ich kann Karten erzeugen, die an der richtigen Stelle eine bestimmte Nummer haben. Sagen wir mal so. Es gibt wohl die Möglichkeit, nach Angabe von Adresse und Geburtsdatum auf, nach PIN-Verlust die online resetten zu lassen. Ja, telefonisch. Also online kann man sich da auch einloggen und die PIN einfach online ändern. Noch ein Angriffspunkt. Wenn man die PIN oder die ganzen Angaben auf dem Telefon machen kann, respektive mit diesem tollen Hotline-Button an der Packstation, machen Sie auch manchmal das Fachgerät auf. Oh. Es wurde gerade gesagt, man kann am Hotline-Button an der Packstation auch sagen, mi, 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 und dann resetten die das teilweise direkt online, wenn man davor steht. Warum habe ich die Karte geklont? Oder für die Freunde von Skype, diese Wähltöne, die dieser Hotline-Button macht. Naja, hört sich auch nach Skype an. Und es basiert wohl auf Skype, sagt das Publikum. Noch irgendwelche Fragen? Nicht? Wo ist die nächste Packstation? Das lässt sich online über den Packstationfinder auf packstation.de rausfinden. Was wären die nächsten Schritte? Also, was ich ein bisschen uncool fand, ist, dass nichts passiert ist, egal wie ich den Track 3 permutiert habe. Ich habe ja insgeheim darauf gehofft, dass ich die Mastercard kriege, mit der dann alle leeren Fächer oder vollen Fächer aufgehen. Hat nicht funktioniert. Also, es war scheißegal, ob ich die 59 nach links, nach rechts geschoben habe, hochgezählt, runtergezählt. Die 23 oder die 42? Auch nicht. Nächste Schritte, das ist so die langweilige Phase. Also ich habe jetzt Proof of Concept, ich kann Karten kopieren, die Backups funktionieren und ich habe wieder mein Feature hergestellt. Also ist der Drang, da noch weiteres zu machen, eher gering. Frage an die Mutti. Weiß irgendjemand, woher die Packstation ihr Netz bekommen, war die Frage. Also ich weiß es nicht. Also das Publikum meint, da liegt ein Kabel, das hat man auch an der Packstation, wo man das Symbolbild Hacker mit weißer Karte vor Station, wie vorher gesehen, da war ein ziemlich dickes Kabel, so seitlich links weg. Also, ich weiß nicht. Also das Publikum meint, es kommen zwei Kabel an, eins wahrscheinlich Ethernet und das andere Strom. Version 1 der Packstation meint, das Publikum wird solarbetrieben und wenn oben eine Pappschachtel drauf liegt, geht die Packstation aus. Denial of Service geht also auch hervorragend. Habe ich versucht, mal anstatt der Nummer etwas anderes zu schicken. Das geht so einfach nicht, weil die benutzen das Standardformat, was es nicht heißt, dass man das Format mal ändern könnte zum Phasen. Und das erlaubt einfach nur Nummern im zweiten Track. Alphanumerische und Zahlen in Track 1 und 2, aber in Track 2, wo die Nummer drin ist, einfach nur Zahlen. Ja, also Bobby Tables hat versucht, sich einzuloggen und das hat nicht funktioniert. Habe ich heute noch was vor? Gibt es ja eine Packstation? Am Bahnhof. Zwischen Club und hier ist auch noch eine. Also habe ich heute noch was vor? Nicht viel. Das einzige Manko an der Sache ist, ich brauche im Moment noch einen Netzstecker für den Kartenschreiber.
lässt sich auch hacken, er braucht 12 Volt oder so. Aber ansonsten, also wer auch mal schauen will, was auf seinen unmöglichen Magnetkarten drauf ist, kann nachher gerne mal vorbeikommen. Ich sitze hier gleich um die Ecke. Interessantes Opfer noch, wenn es jemand interessiert, ist irgendjemand von einer großen deutschen Zuggesellschaft mit 2 Buchstaben anwesend? Das Von- bis Gültigkeitsdatum der Bahncard steht im Magnetstreifen. Also meine Bahnmeilenpunkte hat mir dieses Mal eine Karte vom letzten Jahr ausgestellt. Also ich habe eine gültige Karte, muss ich dazu als Disclaimer sagen. Aber das Einzige, was sich bei einem Update der Karte von einem zum anderen Jahr ändert, ist das Von- bis Gültigkeitsdatum. Und der Aufdruck, aber das ist ja kein Problem. Ja, ich werde immer noch kontrolliert. Ja, die gucken sich meine Bahncard an. Aber, naja, ich kann ja alles von der Bahncard runterhobeln, bis auf den schönen schillernden Streifen, wenn ich eine habe. Dann nehme ich einen readily available Kartendrucker, schreibe da in schwarz schnell neue Sachen drauf. Und, ja, Kartenschreiben ist ja trivial. Es gibt auch einen großen deutschen Autohersteller, der interessante Zugangsberechtigungskarten hat. Also Magnetkarten sind einfach kein Sicherheitsfeature. Nur mal so, sind sehr weiche Ziele. Noch irgendjemand eine Frage? Ganz hinten? Die erste Version der Packstation, die hat einen Barcode-Laser. Oh, die letzte Reihe sagt, Version 1 der Packstation hat einen Barcode-Laser und es gibt einen Master-Barcode, der alle Fächer aufmacht. Können wir uns danach mal unterhalten? Alle umgebaut. Also sagen wir es so, Symbolbild wurde in Osten aufgenommen. Anyway. Noch irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Dann vielen Dank und wie gesagt, wer mal auf seine Magnetkarten schauen will, ich baue gleich auf, könnt ihr mal reinschauen.